Alle von der Luft. Hallöchen zum ersten Update-Video, nenne ich es einfach mal, von dem Kyosho Inferno MP7. Soweit ist er zurzeit. Ihr seht, Chassis habe ich schon gewechselt. Alles geprüft, alles nachgefüllt. Lager waren alle in Ordnung. Diffs waren auch soweit in Ordnung. Stoßdämpfer habe ich nochmal anders eingestellt halt. Da kommen aber eh andere, deswegen habe ich die auch gar nicht neu befüllt oder sowas. Ihr seht, ein paar Dinge fehlen noch. Ich habe schon mal das alles rausgeschmissen, was ich nicht mehr brauche. Ein paar Dinge muss ich jetzt noch ändern. Wie zum Beispiel hier die, sieht man das überhaupt? Hier unter Mitteldiff sind von der Bremse diese Führungsschiene oder was auch immer, wie man das nennt. Die müssen noch raus. Dann habe ich noch ein paar Päckchen hier. Eins kommt morgen noch, aber ich dachte, ich mache es heute, bevor es zu viel wird. Ja. Fangen wir mal an. Nehmen einfach mal das hier als erstes. Und zwar, das ist so ein. Ich habe ja nur keinen Kyosho, deswegen habe ich auch keine Teile. Da habe ich mir für wenig Geld, also hier steht 20 Euro, das stimmt aber nicht. Ich habe irgendwie so um die 6 oder 7 bezahlt dafür. Das ist so ein Schraubensatz mit Werkzeug. Ich meine, das Werkzeug war jetzt uninteressant, aber die Schrauben sind halt gut. War echt alles dabei. Da war noch so ein Lenkhebel dabei. Dann war noch, was war noch dabei? Karosseriehalter war noch dabei. Dann war noch, was war noch dabei? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren noch ein paar Dinge dabei. Ja, muss man haben. Da ich ja nur Inbusschrauben habe und hier fast nur Kreuzschrauben verwendet sind, macht das natürlich Sinn. Die Halter hier habe ich auch schon gekürzt. Hier haben wir jetzt Siegel, ich habe schon mal reingeguckt. Das ist das Abzima Conversion Kit. Oder ob das von Abzima? Ja, von Abzima MP7,5. Das Ganze kommt jetzt so hier rein. Das passt aber halt noch nicht ganz. Ne, so rum war es. Das passt aber jetzt noch nicht ganz, weil halt die Halterung hier noch ist. Dann kommt das hier drauf. Und dann, aber ich mache das mal kurz auf. Wenn ich ein Messer finde. Es liegen hier immer überall Messer rum. Aber man sucht natürlich nicht, ne? ja. Also so wirklich komplett fertig ist er halt noch nicht, ne? Es fehlt natürlich noch Motor und so. Aber das kriegen wir auf jeden Fall alles hin. Diese hier, die kann ich gleich rausnehmen, weil die sind echt extrem kurz. Also ich danke hier an der Stelle nochmal dem Benny dafür, dass er mir tatkräftig zur Seite steht. Von dem lieben Benny kriege ich morgen theoretisch auch noch ein Päckchen von Teilen, die er nicht mehr braucht. Und die ich noch benötige. Da machen wir einen kleinen Deal. Das machen wir eigentlich immer so untereinander. Und dann sind alle Parteien glücklich. Und ja. Au. ja, der kommt dann hier so hin, denke ich mal. Müssen wir sehen, wie ich das dann anpasse. Ich denke mal so in der Art. Dann mache ich den Motorhalter hier so hin. Kommt hier der Motor hin. Servo natürlich, den werde ich hier, denke ich, ja, oder hier auf dem Blech erstmal ohne Servo-Box, Receiver-Box den Empfänger einbauen. Und dann wird hier der Regler hinkommen. Also so würde ich das jetzt spontan machen. Hier ist noch ein Ritze dabei. Das wird zwar nicht viel halten, das ist glaube ich ein 12er. Moment, kenne ich das irgendwie? Muss da was draufstehen, was ist denn hier los? Ja, hier, 12er. Beim Originalen sind es, glaube ich, sogar auch 12. Also beim Originalen VE bin ich mir aber nicht sicher. Ich weiß nicht, was der von Hauptzahnrad hat. Bänder, habe ich ja gesagt, da kommen andere rein. Da habe ich hier noch was bestellt. Das ist echt ein super Shot, ey. Das geht echt
echt fix. Ich habe für drei Bänder jetzt, ich habe vorsichtshalber mal drei gekauft, weil Benny sagte, wenn ich mit der Box nicht zufrieden bin, soll ich mir die Originale von Giersch holen. Und dafür benötigt man halt drei. Deswegen habe ich gleich drei bestellt, im Fall es gefällt mir irgendwann nicht mehr, dass ich schon mal Vorrat habe. Die sind jetzt extrem lang, aber das ist ja kein Thema. Das schneide ich einfach hier passend ab, leg das um und nähe dann diese Schlaufe hier wieder ein, einfach, ganz einfach. Da mache ich mich gar nicht heiß drum. Pink, ja, warum pink? Und zwar habe ich von Chris einfach mal eine Idee aufgegriffen, was ich eigentlich ganz cool finde. Er lackiert ja immer viele Teile an seinen Buggys und das werde ich auch machen. Ich werde wohl alles, was blau ist, wenn das ist schon schwarz hier, das habe ich schon getauscht. Aber alles, was ihr hier blau seht, das wird alles in dem Farbton. Was Auffälliges wollte ich auf jeden Fall. Der Frau gefällt es auch. ja, was kommt noch mal? Stoßdämpfer auf jeden Fall, habe ich glaube ich schon gesagt. Weiß nicht, die Mitnehmer, die weiß ich noch nicht, ob die noch anders kommen. Auf jeden Fall, Hauptzahnrad wird auf jeden Fall noch geändert und zwar auf Stahl. Da habe ich auch wieder vom German Aussie Playground, vom lieben Benny, wieder einen guten Job bekommen, einen Tipp. Ja, was ist noch neu? Der Bumper hier vorne ist nagelneu. Der ist jetzt bloß hier ein bisschen angegrapscht. Was ist noch neu? Was habe ich noch alles geändert? Eigentlich nicht. Ich habe bloß das noch zersägt, also angepasst. Ich habe es nicht gesägt, weil ich keine Säge da hatte. Ich habe es gefeilt. Durchgefeilt, dann entgratet und dann sauber gemacht und schwarz gemacht erstmal. Aber wie gesagt, das und alles, was blau ist, kommt dann in diesen, nennt man das Pink? Ich weiß es nicht. Hier wie bei Monster Energy Aufkleber. So ein pinklich und der Rest wird schwarz und das Karo-Design wird sich dann auch so ergeben, denke ich mal, schwarz und pink, irgendwie sowas. Muss ich auf jeden Fall mal schauen. Motor wird höchstwahrscheinlich einer von Hobby King werden. Also ein Turn-G, ein Turn-G-Kombo. Muss ich mal schauen. Aber ich denke mal schon. Servo bin ich mir noch nicht hundertprozentig schlüssig, werde ich sehen. Entweder kommt hier auch ein Turn-G-Servo rein. Oder ein Diamond, da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Das muss ich sehen. Wie es dann aussieht. Morgen wird auf jeden Fall auch noch ein Unboxing kommen. Wenn die Post mitspielt, auf jeden Fall wird morgen noch das Unboxing von den Teilen von Benny kommen. Da mache ich auch noch ein kleines Update, weil ich werde dann jetzt nochmal komplett weiter vorbereiten. Sprich, ich werde schon mal den Servo einbauen dann, eventuell. Weil, also ich bin da derselben Meinung wie Benny, ist ja original. In dieser Halterung hier. Nur so eine dünne Stange. Und also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Stöße aushält. Also, Öfus, der den Wagen ja schon keine Ahnung wie viele Jahre fährt, sagt, das ist gut. Ich bin davon irgendwie nicht so überzeugt. Und Benny ebenfalls nicht. Und deswegen schickt mir da Benny auch noch ein paar Teile zu, dass ich das halt so lösen kann wie er. Oder wie ich das halt auch wollte. Weil das irgendwie macht mir das keinen. Das ist irgendwie nicht so dolle. So eine dünne Stange da an so einem riesen Auto. Ich meine, gut, der wiegt ja jetzt nichts mehr, aber wenn der mit, ich weiß ja nicht, wie viele mal, also 70 km wird er auf jeden Fall schaffen. Wenn er damit irgendwo draufknallt, naja, muss man sehen. Sonstige Maßnahmen, ja, die Strebe hier bekomme ich auch noch von Benny, weil die fehlt mir vorne sogar komplett. Das einzige Problem, was ich an und habe, ist das Karo-Problem. Originale Karos von Kyosho sind sackteuer. Also so unter 60, 70 Euro findet man gar keine. Proline, ja, die fallen mir irgendwie nicht. Diese Buggy Bulldog-Dinger, das ist irgendwie nicht so mein Fall. Muss ich sehen. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Vielleicht habe ich mal Glück und finde mal eine originale Kyosho MP7 Karo, die noch nicht zugeschnitten ist und klar ist.
Muss ich sehen, ob sich da was finden wird. Sonst ist alles gut. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, dass es morgen kommt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.